Mit Feuerman, Gutman und Bogman wird es schaffen, dass er wird. Mega Man. Mega Man und Team Warrior. Warte nicht zu lang, irgendwann kann alles zu spät sein. Wenn das Chaos regiert, wirst du die Kontrolle verlieren. Mega Man. Ja, das kommt auch, das lade ich mir runter. Ah, nee, das habe ich ja schon. Und dann, das kommt immer jetzt als Vorspann. Das war gerade schön, ein schöner Vorspann. Wir haben hier die Ultra. Dann kommt das so als Vorspann. Ja, das war ein schöner Vorspann. Wir sind heute, es geht heute los. Herzlich willkommen. Das war ein schönes Intro. Und dann sag ich so, aufgeregt. Das war doch ein schönes Intro. Das war doch ein schönes Intro. Mach die Musik an, du Arschloch, und puste. Ja, also erstmal, ich bin hier live beim Hallo, Herr Megaman. Battleship einlegen. Ah! Entschuldigung. Ja, wir werden uns, also sie sind ja schon 180. Und wir werden heute in ihren Computer... Ich bin 180 MB. Ja, genau. Ihre Gedankenchip... werden wir jetzt, nee, nicht DS. Oh. und dann gucken wir uns dabei die Abenteuer Was an. Was ist denn das? Mega Man. Ja, ist gut. Also wir haben Cutman, Alec-Man, Fireman und Iceman, die wir schon kennen, aber neu dazu sind Bombman und Gutsman, der auch in dieser Serie drin vorkommt. Also ich würde einfach mal mit Fireman anfangen, weil dann wissen wir, wen man besiegt. Fireman. Ja, er befindet sich hier auf einem heißen Weg. Wie soll ich das beschreiben? Ja, die erste Gegner in diesem Abenteuer sind, wie nennen wir sie? Wir brauchen einen Namen. Was? Was? Nee, das ist ein komischer Name. Wow, er wird immer wieder getroffen. Ich brauche jetzt mal einen Namen, um die zu beschreiben. Stecki. Ja, es sind jetzt Steckis. Wieder, hier ist aber erstmal ein Erholungsraum, denn da geht einfach nur Feuerfontänen und den kann er geschickt ausweichen. Würde ich gerne mal einsammeln. Ja. Er würde die Feuerfontänen gerne einsammeln, aber das ist natürlich völliger Schwachsinn. Und ja, hier ist auch keine Gegner, sondern nur Feuerfontänen. Was ist das da immer? Möchte Fireman? Also ein Fehler. Hä? Ja. Bin sicher, dass das nicht eine Verzierung ist? Sie sehen mehr aus wie... Ah, es scheint hier auch eher um Geschicklichkeit zu gehen als um Gegner. Ah! Er spricht einfach in den Tod. Ich wusste nicht. Ich hab gedacht, da geht's weiter. Ach so, das ist meine Lebensanzeige. Hä? Ah! Bist du dumm? Oh mein Gott, du bist der dummste Mensch der Welt. Was ist das da oben? Eine Verzierung oder so. Ja, ich dachte, da war so ein komischer Fehler oben, ich dachte, ich mach. Deswegen hab ich das gesehen. Ja, das war bei anderen Megaman genauso. Nicht witzig. So, du bist jetzt wieder da, wo die Feuerdämonen kommen. Die erinnern mich übrigens sehr an die Gegner bei Kid Icarus. Es ist wirklich ein Drahtseilakt. Was sagen Sie dazu, dass Ihr Abenteuer geremaked wurde? Hätte ich auch gesagt. Ja, jetzt holt er sich wieder ganz specialmäßig Energie, aber verliert er gleich wieder Energie. Das ist plus minus ergibt 0. Aber dann hab ich nochmal plus, also es ist wieder plus. Plus minus ergibt 0. Ja, es ist hier wirklich Geschicklichkeit. Boah, Alter, war das geil. Aber dafür ist hier ganz viel Energie. Schniebel, oh, Schniebel, Schniebel. Man kann stehen, wenn man das einsammelt. Ich wurde kurz zu Stein. Wow, 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 wow. What is going on?
Warum springen sie da rein? Weil ich das noch nicht so richtig hinkriege. Dummheit. Erst Game Over, meine Damen und Herren. Ich habe gerade das Mikro geküsst. So. Jetzt ist er wieder bei den zweiten Feuerdämonen. Muss ich eigentlich gerade mittendrin so geflasht. Ja, hier ist es sehr schwer, weil er muss gleichzeitig springen, aber da sind auch... So. Boah, ganz schön viele. Alles ist voll damit, aber dafür kriegt er auch Waffen mit. Was sagen Sie dazu? Drücken Sie diesen Schmerz, den Sie tief in Ihrem Herzen spielen, in Worten. Fabi, guck. Ja, guck mal, wo ich bin. Alter, bist du auch gestorben, kurz davor. Stimmt. Das ist echt ein Fabi-Cook. Ja. Wenn man sauer ist, sagt man Fabi-Cook. Nee, wenn was hell ist. Ach so, Piazkula, sagt man ja auch, wenn man sauer ist. Oder what the freak? Ja, er fängt plötzlich wieder irgendwo an. Ja, sie fangen es da wieder an. Aber sie dürfen nicht Game Over gehen. Game Over gehen, das ist auch so ein schöner Ausdruck. Das ist so wie... Wackeln. So, oh mein Gott, hier ist eine ganz grüne Röhre. Hier passiert irgendwas, irgendwas passiert und wir wissen nicht was. Das sind merkwürdige Apparate. Und die Apparate senden merkwürdige, wie heißt das Wort? Schiros. Mir fällt das Wort nicht ein, ich sag jetzt mal Schallwellen. Niep. Frau Schniepel. Schnieper heißt sie. Ich weiß, aber Schniepel ist auch so schön. Fight gegen Fireman. Ah, jetzt sind wir. So, also der erste ist natürlich am mega schwersten. Fireman, wie er leibt und lebt. Oh, er feuert, er macht Bash und aua, aua. Oh mein Gott. Oi, 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 das war schwer. Er macht einmal so Feuerwände, die er abschießt, aber gleichzeitig entstehen auch noch kleine Flämmchen. Mein Gott, sie sind tot. Guck mal, ich habe nur ein Viertel, der hat er dann noch. Ja, sie hätten es fast geschafft. Also das kann man wirklich schaffen, wenn man nicht Game Over wäre. Weil dann hätte man genau davor wieder angefangen. Fabi-Cook. Nee, das wäre ja nicht komisch. Also Biarzkula. Ja, so spielt das Leben, ne? Einmal nicht hingeguckt, schon ist eine Eisenbahn gefahren. Während ihre Harry Potter Bücher verbrannten. Down. Ja, plötzlich steigt er in einen Fahrstuhl und drückt auf den 10. Stock. Wo wollen sie hin? Das war metaphorisch. Ja, die Bedeutung können Sie sich jetzt vielleicht heraus... Das war eine Metapher. Ja, habe ich auch gerade eben schon mal gesagt. Ich dachte irgendwie, Metapher und metaphorisch wäre was anderes, aber das ist mir dann beim Sagen eingefallen, dass das nicht stimmt. Sago, es ist ein komisches so Sachen. Ah! Reis. Ja. Kitty, kitty, Kätzchen. Ja, allerdings, finde ich, Fireman hat sich schlecht geschützt. Er hat ja mir gestern, ich hatte gestern ein Interview mit ihm, wir zeigen es jetzt. Hallo Herr Fireman, Sie sind der Lord des Feuers, ist das richtig? Ja. Danke. Ja, das war das Interview. Fanden Sie es interessant? Schlecht geschützt. Das hat man daraus gehört. Weil Feuerlord ist ja, da kommt ja auch das Wort... Das der Buchstabe E vor, der auch bei geschützt drin vorkommt. So. Wobei mir einfällt, dass Gutenberg ja eigentlich auch sowieso abgeschrieben hat, weil er hat ja auch dieselben Buchstaben benutzt, wie bei anderen Vorkommen. Nein. Ja. Er hat zum Beispiel das, er hat zum Beispiel das E benutzt. Jetzt lese ich hier gerade auf faz.net, die ja auch, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die ja auch betroffen ist. Der komplette erste Absatz ist nahezu 1:1 abgeschrieben aus einem Artikel aus dem Jahr 1997 aus der FAZ. Lese ich gerade, dass sich da quasi jetzt die Stefan Niggemeiers dieser Welt schwarmartig auf die Dissertation von Karl Theodor zu Gutenberg stürzen und jetzt tausende Leute versuchen, das Ding auseinanderzunehmen und irgendwelche, der hat wahrscheinlich auch einige Buchstaben benutzt, die andere Leute auch schon mal vor ihm benutzt haben, ohne die richtigen Anführungszeichen zu setzen. Ja gut, also, aber wenn
wenn es schon so weit gekommen ist, dann müsste er eventuell auch zurücktreten jetzt, weil das ist dann, also ich meine, so ein bisschen abschreiben ist okay, aber wenn er noch komplett die gleichen Buchstaben benutzt, dann, ehrlich, da muss man auch mal einen Punkt ziehen, jetzt mit Strich einfach, ja. Also 26 Buchstaben sind angeblich in anderen Dissertationen schon vorher vorgekommen. Also er hat zum Beispiel, das E hat er geschrieben, das ist nahezu fast allen Texten, die in der deutschen Sprache erschienen sind, kommt das E vor und er hat es wirklich weder in der Fußnote. Ich meine, warum würde ich denn das E benutzen? E ist ja so ein Buchstabe, der so oft vorkommt. Dann würde ich doch versuchen, öfters mal ein X oder ein Y einzubauen. Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er erwischt wird, natürlich viel geringer, weil es auch seltener vorkommt. Ist klar. Naja, er ist schon wieder tot. Vielleicht, Sie können es natürlich auch mit einem anderen Stage versuchen. Allerdings sind Sie da jetzt drin geübt. Ja, mit Mut kann man gegen Elektro kämpfen. Das ist das Einzige, weil Bomben und Schneiden hat überhaupt nichts miteinander zu tun, aber Feuer und Eis. Aber vielleicht, das könnte sein, dass man mit Mut... Vielleicht die beiden. Oder Mut könnte ja auch sein mit Bomben und so. Also das könnte alles sein. Darum machen wir einfach mal Gutsman. Gutsman! Kennen wir. Hügelhüpfe, die kommen auch, glaube ich, bei jedem Mega Man drin vor. Die kenne ich, sind doch bei Mega Man 2 oder so. Das ist tierisch schwer. Das ist tierisch. Hä? Warum machen sie das? Warum war die denn eben da und jetzt nicht? Ja, das ist halt, ne? Und die wackeln schon wieder, das ist scheiße. Ja, das macht mir Spaß. Hallo, ich gehe die ganze Zeit drauf. Der Rumble-Effekt. Ich kenne Orgasmus hier, wir sind auf Sendung. Aber sonst ist es okay, oder ja. Was? Ja. Wow, meine Damen. Ey, das ist... Also, ich würde ja eine andere Stage nehmen. Ich war doch auf der Plattform. Ja, gut. Also. Ja, Bumpman könnte man auch mit Gutsman vielleicht besiegen, ne? Also, Gutsman könnte man mit Bumpman. Ihr Kollege. Was sehe ich denn da für Gegner? Hilfe, die laufen hinter! Springende Gegner. Oh, das war hart. Komm, jetzt kann ich einfach das Leben nochmal machen. Fabico, oder wie hieß das? Fabicook, genau. Ich finde auch die Geschichte von dem Spiel gut. Und er muss aber eine Leiter hochklettern, das ist sehr schwer. Und außerdem hängt ihm sein Gemächt im Weg. Ja. Vielleicht sollte man dabei keinen Pfirsich essen, dann würde es vielleicht besser gehen. Also wenigstens kann man hier nicht runterfallen, also kann man schon, aber da wäre man schon ganz schön blöd. Hier kommen auch schon wieder Kugelwillis. Was haben die denn hier verloren? Und Geschütze in der Wand. Ja, die sind ganz schön blöd, weil sie nämlich runtergefallen sind. Bibi Blocksberg! Und wir kommen wieder... Kennst du eigentlich den ältesten Text von Backe Backe Kuchen? Ficke Kuchen? Nein. Big Backe Backe Vagina? Ja, so ähnlich. Vagina Kuchen. Was soll das denn? Warum kann man da nicht hin? Ich verstehe es nicht, ey. Das ist so kacke, wenn man nicht... Oh nein, die kenne ich. Oh, Augen... Die kennst du? Die gibt's überhaupt nicht. Die, wenn er nicht springt, ne? Ja, er springt immer wieder in die Stacheln. Er scheint das wohl gut zu finden. Darum ist er auch bei Gutsman. Ich weiß. Ja, das war's für heute, meine Damen und Herren. Wir haben nichts geschafft. Hätte ja auch nicht eine andere Stage probieren können. Aber naja, meine Damen und Herren. I have often dreamed of a far off place where a hero welcome would be waiting for me, where the crowds will cheer when they see my face. Das ist auch so musical-mäßig singen. And a voice keeps saying, this is where I want to be. I'll be there someday. I can go the distance, I will find my way. If I can be strong, I know every mile will be worth my while.
When I go the distance, I'll be right where I belong. Also auf Englisch ist der Text viel besser. When I go the distance und nicht bis dahin hart. Bref. Komm nicht mal her, cool, das drin vor. Springen.